5, 4, 3, 2, 1. Hohenlohe, meine Güte. Ich
hätte googeln müssen, hab ich nicht gemacht. Das ist gut. Schade. Du machst doch Oldschool und Umfrage einfach. Genau, Oldschool ist ein Tempel, ist ja, man passt ja auch schon. So, was haben wir sonst noch im Programm? Muss man die Musik fragen, denn wir haben noch eins haben wir nicht, das habe ich gerade. Warte, DJA ist nicht gut so. Jo, das stimmt. Der fällt schon aus, warum eigentlich? Nee, ich hätte so gern mit dem in den Sonntagnachmittag getanzt, aber. In den Sonntagnachmittag. Mit Natascha und der Herrin. Also, ich verstehe, was du meinst. Nee, dann ohne Herrin, lieber. Achso, okay, also jetzt auch gut. Eigentlich die beste Hit des Tages bis jetzt zumindest. Ne? Erwin, wir haben noch eine Grafik, weil unser Catering-Team gerne euch ansprechen möchte, wenn ihr noch Lust und Zeit habt, vielleicht für einen Nebenjob, dann seid ihr herzlich willkommen bei uns im Team Arena Catering. Wir suchen schöner Studenten, Berufstätige, zum Beispiel Frühringer auch für die Gastronomie und so der Fitness Arena. Da geht es nicht nur um den Spieltag. Ne? Wir haben viele, viele Veranstaltungen mehr. Aber beim Spieltag hier im Catering, da muss es schon auf Zack sein, ne? Auch. Ja, also ich glaube nicht, dass das ein einfacher Job ist, weil es nachher auch ein bisschen natürlich getan ist. Ja, und wir haben im Grunde genommen jeden Tag hier in der Arena was zu tun. Im Catering sind wir hier voll am Start. Wir haben eine Küche, wir haben eine Kellner, wir haben einen gerne Kellner, heißt ja, heißt ja heute anders. Wir haben jeden Tag irgendwelche Räumlichkeiten vermietet und dann nutzen wir auch selbst. Und dazu später auch noch ein paar mehr, glaube ich. Und das ist so das, was wir hier vor dem Spiel auf jeden Fall bekannt geben wollen. Jo, dann würde ich sagen, ist die Mucke und ist auch bald schon das Wetter. Für ein Spiel, für mich. Das erste Fußballspiel vor dem Morgen.